Paloma Blanca. The sunshine's bright in the sky. Ach nee, tut sie ja gar nicht. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu The Diary. Heute am Samstag, dem ich glaube 21.11.2015. Und dieses Video ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich sollte es schon am Mittwoch rauskommen. Es ist ein in den Verzug gerade so 1-2 Stunden oder 5-6 Tage. Aber gut, das kann manchmal passieren, wenn man ein bisschen was zu tun hat. Und was ich zu tun hatte und was ich erlebt habe, erzähle ich euch jetzt. Das Ganze fängt an mit Mittwoch, wo ich eigentlich dieses Video drehen wollte, nach Dienstag. Ja, das Paris-Video wollte ich einfach mal wieder ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr und nicht so. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, Mittwoch fährst du nach der Schule heim und machst mal ein geiles Video. Und dann kam doch alles anders, weil ich wollte gerade aus der Bahn aussteigen. Dann mein Kumpel, Moment, du kommst mit. Wir fahren jetzt Auto und wir sind Auto gefahren. Ich habe keinen Plan, wohin. Das Dorf, wo wir durchgefahren sind, kannte ich. Das, was danach kam, 20 Kilometer Wald. Nur eine Straße, sonst gar nichts. Das ist so cool, wenn man hier in dieser Gegend wohnt. Man hat zwar eine Metropolregion wirklich direkt vor der Haustür, aber wenn man sich mal umdreht, hat man Weinberge, kleine Dörfer und einfach 20 Kilometer Pampa mit Wald. Und wir sind einfach mal in die Waldrichtung gefahren. 20 Kilometer haben irgendwann mal hinter dem Ortsschild einfach kehrt gemacht und sind dann wieder zurückgefahren. Es war ziemlich geil. Dann sind wir noch bei McDonald's vorbei und ich bin dann einfach noch mit zu ihm. Wir haben einfach ein bisschen Scheiß gemacht. Einfach gut. Gute alte Zeit. Und ehrlich gesagt war es mir dann viel lieber als ein Video zu machen, weil ich hänge lieber mit meinen Kumpels ab, anstatt mich jetzt hier hinzuhocken und über irgendwas zu erzählen, was ich wirklich nur aus ein paar Stunden schöpfe. Und da habe ich mir gedacht, gut, kann man das Video auch mal sein lassen, machen wir am nächsten Tag. Nächster Tag habe ich dann aber gemerkt, scheiße, ist ja Donnerstag. Und Donnerstag ist bei mir normalerweise ein 10-Stunden-Tag. Diesen Donnerstag war es sogar noch so 5., 6. Chemiekursarbeit, wo ich einfach nur da saß, Chemiearbeit in der Hand. Nein! Und bin dann einfach aus dem Saal gegangen, weil die Hälfte der Kursarbeit habe ich nicht mehr verstanden, weil das wurde dann einfach in 11.2 behandelt, wo ich einfach noch nicht im Kurs war. Du kannst dir ja noch die Sachen von den anderen Leuten besorgen! Klar! Als ob die das noch auf Lager haben. Ich habe gefragt, sie hatten es nicht. Und keiner sonst aus dem Kurs hatte irgendeinen Plan, was zum Henker Brønsted-Lorry-Verfahren bedeuten soll. Und so bin ich dann einfach aus der Chemiearbeit raus mit einem breiten Grinsen und einem lauten Gelächter auf dem Gesicht und habe mich dann erstmal 2 Stunden hingehockt. Und habe gar nichts gemacht, weil ich habe zwischen der 6. und der 9. Stunde immer 2 Stunden frei und habe meistens dann keinen Plan, was ich machen soll. Und bei mir ist Sport so, ja, freiwillige Anwesenheit. Wenn du mal nicht kommst, sagst du einfach, ja, ich war nicht schulisch unterwegs. Sagt er, jo, nehme ich so zur Kenntnis. Fertig. Dann wurde ich heute mal aufgeklärt, hey, du solltest mal öfters in Sport kommen. Wieso? Weil wenn man an meiner Schule ein bisschen oft im Kurs gefehlt hat, wird einem der Kurs einfach aberkannt. Und ja, in Sport wäre das extrem blöd, weil ich würde damit 13 und 15 Punkte standardmäßig wegschmeißen. Und das wäre, Moment, lass mich nachdenken, nicht so geil. Deshalb habe ich einfach mal meinen Arsch bewegt und bin 9.10. zu Sport da gewesen. Und was soll ich sagen? Total nutzloser Quatsch. Wir spielen momentan Basketball in der Schule. Und Basketball ist ein Sport, den habe ich selber eine ganze Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, waren es 5 Jahre oder 7 Jahre. Irgendwas in dem Dreh rum habe ich Basketball gespielt. Ja, ich weiß, ich bin ein laufender Meter. Aber auch kleine Leute haben mit Basketball manchmal große Momente. Und es war einfach ein bisschen useless für mich da zu bleiben, weil ich konnte da nichts machen. Ein paar Leute, die noch Basketball spielen, haben einfach eine Trainingsstunde gemacht. Ich habe denen dran gestanden und habe gesagt, muss ich das mitmachen? Sie haben mich einfach nur angeguckt und haben angefangen zu lachen, weil für mich ist das absolut unnötiger Quatsch, weil ich habe meine 13 und 15 Punkte schon Standard und deshalb war es für mich eigentlich unnötige Zeitverschwendung da zu bleiben. Allen Überdruss hat es dann noch angefangen zu regnen und ich musste nach Hause und ich konnte mich noch nicht mal zu Hause ausruhen nach 10 Stunden Schultag. Nein, ich musste vor zum Weihnachtsmarkt aufbauen, weil mein Vater ist da ein bisschen involviert und ich bin ein loyaler Arbeiter. Ivan sei ein halt loyaler Arbeiter. Und habe einfach gesagt, yo, klar, kann ich machen, ich helfe damit und habe halt mitgeholfen und währenddessen hat noch Flo getextet, yo, wir müssen noch ein paar Bilder machen. Scheiße, stimmt ja gut, machen wir an dem Tag auch noch. Ich war um 10:30 endlich mal bei mir im Bett und konnte mal entspannen. Ich hatte den ganzen Tag dieselben Schuhe an, habe diese Schuhe ausgezogen. Alter, ich habe mich noch nie so befreit gefühlt. Und danach kam der Freitag. Freitag bei mir
nee, Alter. Unnötiger Tag. Der Himmel war grau. Es hat geregnet den ganzen Tag. Scheiß Wetter. Deshalb habe ich den Freitag eigentlich nur genutzt, um hier im Bett zu bleiben. Und ich habe eigentlich auch nichts weiter heute gemacht, weil heute sieht es genauso aus. Aber dennoch habe ich noch eine Lehre aus der ganzen Woche gezogen, weil Freitag erste Stunde war Englisch. Und letzte Woche war so unser Rektor mal da, hat geguckt, na, was macht die für Unterricht? Und da hatten wir halt ein Gespräch, weil es wohl nicht so gut gelaufen ist. Unsere Lehrerin ging mit den Erwartungen in das Gespräch rein. Joa, ich fühle das jetzt alleine und muss dann mal schauen. Aber der Kurs hat wirklich mitgemacht, was ich auch wirklich gefeiert habe, weil konstruktive Kritik ist auch für einen Lehrer sehr wichtig. Und ich fand's cool, dass man da einfach sich dann hingehockt hat, einfach mal zu schauen, wie man da eine gescheite Lösung finden kann. Und ich finde, das dürfte auch die Message of the Day sein, einfach, wenn ihr irgendwann mit irgendwem Probleme habt, hockt euch einfach hin und diskutiert das aus. Oder wenn da wirklich mal ein bisschen Hass oder Wut dabei ist, lasst die Wut einfach mal gegenüber raus und schaut dann einfach mal, dass ihr in einer geregelten Konversation eine Lösung findet, weil eine Lösung gibt es immer. Es muss nicht unbedingt eine Lösung sein, die Gott in die Welt zufriedenstellt, weil Kompromisse eingehen ist auch ein wichtiger Faktor von solchen Sachen. Am besten wäre es, wenn man einfach eine Lösung findet, die alle weitestgehend zufriedenstellt und mit der alle leben können, weil ich zumindest lebe nach dem Mantra, das Beste, was man erreichen kann, ist eine friedliche, gemeinsame Koexistenz. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit The Diary für heute. Message of the Day habt ihr gerade mitgekommen. Wenn es Probleme gibt, redet darüber und versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. In diesem Sinne, Prost! Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören.